Zwei Prinzessinnen auf der Bühne und kein Prinz. Das denkt ihr euch doch jetzt gerade, stimmt's? Ein Prinzenpaar mal in einer neuen Kombination. Zwei Ex-Präsidentinnen. Wann gab es das schon? Ja, in Haldorf geht nicht immer alles streng nach Protokoll und Plan. Wir wollen euch erzählen, wie es dazu kam. Was uns beide schon lange verbindet, ist eine Freundschaft, die man nicht ganz so oft findet. Und natürlich die Liebe zur Narretei. Hier sind wir seit vielen Jahren mit Feuer und Flamme dabei. Als echte Haldorfer Kinder wurde es uns in die Wiege gelegt. Auch unsere Eltern sind einst hier über die Bühne gefegt. Also war es für uns früh schon klar, wir wurden Teil der Haldorfer Narrenschar. Und so begannen wir beide ganz adrett unsere Laufbahn mit 7 Jahren hier im Kinderballett. Seither haben wir im Karneval so einiges gemacht. Getanzt, gesungen, organisiert, trainiert und viel gelacht. Und ein Highlight für uns, ohne zu scherzen, ist unser Männerballett unserer Herzen. Aber wie es einem als Prinzessin so ergeht, das hatten wir selbst noch nie erlebt. Nach so vielen gemeinsamen närrischen Zeiten, was liegt da näher, als auch dieses Abenteuer zusammen zu bestreiten? Drum stehen wir nun hier und regieren den Karneval. Unsere Prinzen, die sitzen lieber bei euch da unten im Saal. Ein bisschen aufgeregt sind wir heute schon. Saßen wir ja schließlich noch nie auf dem Narrenthron. Als Präsidentin haben wir sonst hier oben eine tolle Zeit erlebt, doch unsere Ämter haben wir nun in neue Hände gelegt. Der Otti hat letztes Jahr gesagt, eine Ära geht zu Ende. Wir fragten uns, sind wir denn schon Legende? Nein, wir krönen unsere Karnevalskarriere originell als Prinzessin Conny und Prinzessin Isabel. Letztes Jahr am Rosenmontag, nach ein paar Bier und Wein, weihten wir den Sitzungspräsidenten Otti in unsere Pläne ein. Mit staunendem Blick er da vor uns stand und erstmal keine Worte fand. Dann stammelte er etwas benommen: Präsizessinnen. So hatten wir unser Prädikat bekommen. Nun stehen wir beiden also als Präsizettinnen hier oben, behängt mit Orden und feinen Roben. Das Amt des Prinzenpaares zu übernehmen, ist uns eine Ehre. Wenn da nicht ein kleines Problemchen wäre. Ein Küsschen vom Prinzen, das gibt es in diesem Jahr hier nicht. Lieber Ottfried, diese Aufgabe übertragen wir an dich. Unser Appell an alle Aktiven und an euch da unten im Saal. Es ist nur einmal im Jahr Karneval. Vergesst für ein paar Tage mal die ernsten Themen und genießt in vollen Zügen das närrische Karnevalsleben. Aber gleich nach Aschermittwoch, das müsst ihr uns versprechen, da hört ihr wieder auf zu zechen. Denn es gibt so viele Dinge, die uns erschrecken, es ist nicht die Zeit, den Kopf in den Sand zu stecken. Setzt euch ein für Freiheit in unserem Land, dass die Demokratie auch weiterhin hat Bestand. Schützt die Natur um euch herum, ein jeder kann dafür etwas tun. Hört nicht auf, laut zu sein und setzt euch für unsere schöne Welt ein. Wir finden, das ist eines jedes Menschen Pflicht, denn eine zweite Erde gibt es nicht. Doch jetzt... Doch jetzt und hier lassen wir es erstmal richtig krachen. Wir wollen mit euch die Nacht zum Tage machen. Denn wenn das Konfetti fliegt, man langsam Lampenfieber kriegt, Helau anstatt Hallo erklingt und man fröhliche Lieder singt, dann ist alles gut. Dann hat man Karneval im Blut. Dem Haldorfer Karneval ein dreifach kräftig donnerndes Haldorf, Helau! Haldorf, Helau! Haldorf, Helau! Haldorf, Helau!